Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen und auch herzlich willkommen für die Zuschauer an den Bildschirmen daheim. E-Analytics ist ein Webanalysesystem, was dazu dient, Besucher auf Websites untersuchen zu können, was sie tun, was sie sich anschauen, welche Produkte sie in den Warenkorb legen, was sie bestellen, viel wichtiger vielleicht auch, was sie in den Warenkorb legen und dann am Ende doch nicht bestellen. Dann Analyse von Aktivitäten, was lohnt sich nicht, wird von vielen Unternehmen eingesetzt, die ihre Webseite und ihre Online-Marketing-Aktivitäten optimieren wollen. Seit einem Jahr ist E-Analytics im Internet verfügbar, sowohl als Package als auch mit den Sourcen, nach circa 6 Jahren Personenjahren Entwicklungsaufwand. Das heißt, wir haben ungefähr im Jahre 2009 mit der Entwicklung gestartet und inzwischen gibt es schon einige kleinere und größere Firmen, die das System auch einsetzen. Darauf wird ja am Ende auch noch zu sprechen kommen. Mit dem Vortrag möchte ich einen kleinen Überblick geben, was E-Analytics ist, um einerseits ein bisschen Werbung zu machen, E-Analytics einzusetzen. Und auf der anderen Seite sind wir aber auch sehr daran interessiert, Entwickler zu finden, die noch freie Ressourcen haben und an diesem Projekt mitarbeiten wollen. Ja, möglicherweise, weil das Ganze hier in den Hörsälen der Fachhochschule Rhein-Sieg hier stattfindet, findet sich aber vielleicht auch der eine oder andere Dozent, der das System in der Lehre nutzen kann. Wir denken, das könnte sich lohnen. Bevor ich zur Agenda komme, ein paar Details zu meiner Person. Meine wissenschaftliche Zeit habe ich vor circa 30 Jahren in den Bereichen der künstlichen Intelligenz verbracht und habe da in erster Linie im Bereich maschinelles Lernen, Wissensrepräsentation und Wissensrevision gearbeitet. Dann hat es mich in die Industrie verschlagen, da wollte ich eigentlich Data Mining machen. Die Unternehmen hatten die Daten aber nicht, also habe ich erstmal Data Warehousing gemacht und habe da in größeren Projekten auf der Grundlage von solchen doch High-End-Systemen wie Teradata, MicroStrategy und Cognos in Beratungsprojekten gearbeitet. Vor 12 Jahren habe ich mich dann mit ein paar Kollegen aus dieser Firma, wo ich damals gearbeitet habe, selbstständig gemacht und wir haben versucht, Webanalyse auf der Grundlage von Data Warehouse-Technologie als Service anzubieten. Vor 3 Jahren habe ich mich mit Kollegen entschlossen, dieses System, was wir damals entwickelt hatten, neu von Scratch zu entwickeln und auf Open-Source-Basis umzustellen. Einer der Kollegen ist hier, Kaisaki Dibutra. Möglicherweise kann der auch gleich noch die eine oder andere interessante Frage beantworten. Wir arbeiten zurzeit jetzt bei der Firma Integrated Analytics in Bonn und wir hosten unter anderem das Open Source Projekt, machen aber auch für E-Analytics diverse Dienstleistungen und Services. Okay, zur Agenda. Am Anfang möchte ich gerne darauf eingehen, wie Webanalyse mit E-Analytics aussieht, was die besonderen Eigenschaften von E-Analytics sind und mache auch präsentiere auch ein kleines Video, an dem man sehen kann, wie man mit E-Analytics arbeitet. Fokus von dem Vortrag ist aber eigentlich eher technischer Natur, weil ich eben ja auch gerne Entwickler hinzugewinnen möchte, die vielleicht Lust haben, an dem Projekt mitzuarbeiten. Ich versuche eine kleine Einordnung, sage, wo das System inzwischen schon im Einsatz ist und stelle so ein paar Ideen für Erweiterungsprojekte vor, die uns so im Kopf rumschwirren. Am Ende Zusammenfassung, Bemerkungen und ich hoffe dann noch auf interessante Diskussionen. E-Analytics erlaubt die Analyse des Besucherverhaltens auf
bezahlte Werbung auf die Webseite bringt, dass das Besucher sind, die sich tatsächlich für die Produkte und Services interessieren, die man anbietet und nicht Besucher lockt, die eventuell mit einem falschen Keyword in Anführungszeichen auf der Webseite landen, aber eigentlich was ganz anderes wollen. Gar nicht so einfach die Problematik. Dazu kann man unter anderem und insbesondere auch der Herkunft dieser Besucher auf Webseiten. Damit sind Unternehmen in der Lage, ihre Webseite als auch Marketingaktionen zu optimieren. Das ist, wie sich jeder vorstellen kann, extrem wichtig. Man kann sehr, sehr viel Geld bei Google lassen und in Werbung stecken. Man möchte natürlich dafür sorgen, dass man die Analytics einsetzen, um da Optimierung vorzunehmen. Dass Social Media inzwischen mindestens genauso wichtig ist wie die Internetpräsenzen durch Webseiten von Unternehmen, haben wir natürlich auch bei e-Analytics daran gedacht, da entsprechende Schnittstellen zu basteln. Die Schnittstelle zu Twitter ist fertig, die von Facebook wird demnächst kommen. Hier ist mal so ein Beispiel am Anfang für ein Online-Marketing-Dashboard, wie es bei e-Analytics rauskommt. Hier oben sieht man in der obersten Zeile so ein paar wesentliche Kennzahlen, die AdWords-Kosten, die wir ausgegeben haben oder das Unternehmen ausgegeben haben, die Anzahl der eindeutigen Referrer und eventuell die Suchbegriffe, mit denen gesucht wurde auf externen Suchmaschinen und die Besucher dann auf die eigene Webseite gebracht hat. Und hier gibt es dann noch diverse Grafiken, wie sich zum Beispiel die Besucher aus den unterschiedlichen Online-Marketing-Kanälen entwickeln. Solche Dashboards kann man ändern. Man kann hier zum Beispiel auch andere Domains eintragen, wenn man eine Multi-Domain-Umgebung hat. Man kann den Zeitraum ändern, für den die Kennzahl eingezeigt werden soll. Man kann auch als Benutzer, wenn man die entsprechenden Rechte hat, sich ganz neue Dashboards aus dem Satz von Widgets, der zur Verfügung steht, zusammenbasteln. Das als kleines Beispiel, wie zum Beispiel ein Dashboard aussieht. Dazu mehr Beispiele gleich noch in der Demo. Was sind die besonderen Eigenschaften von e-Analytics? Ganz, ganz wichtig. Erstmal werden alle datenschutzrechtlichen Anforderungen an so ein Webanalyseprodukt erfüllt, was man erfüllen muss. Wir bieten an die Möglichkeit, Don't-Track-Informationen aus dem Browser zu berücksichtigen, sodass eben Besucher nicht getrackt werden, falls sie das in ihrem Browser so eingestellt haben. Es ist möglich, Opt-out-Cookies zu nutzen, die auch das Tracking verhindern auf der Grundlage von Cookies, die dann auf dem Rechner des Besuchers abgelegt werden. Und was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, IP-Anonymisierung, sodass man von den besucherbezogenen Informationen wegkommt. IPs werden bei uns nur dafür genutzt, um die Besucher zu lokalisieren, von wo sie herkommen. Das Gesamtsystem ist designt, um es in-house einzusetzen. Und das bringt einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber anderen oder vielen anderen Webanalyseprodukten, weil es dadurch viel, viel einfacher wird, Informationen aus dem Unternehmen, die dort vorliegen, mit in die Webanalyse reinzunehmen. Beispielsweise Produktstammdaten, in denen genauer beschrieben wird, um was für Produkte, welcher Produktkategorien Produkt gehört. Anderes Beispiel, ganz, ganz wichtig, was Unternehmen nutzen können in so einem Fall, ist Informationen über den tatsächlichen Umsatz, den sie machen. Was häufig passiert ist, es gibt sehr, sehr viele Bestellungen im Internet, aber nur wenige oder ein Teil dieser Bestellungen werden tatsächlich ausgeführt, weil es eben unter anderem viele Fake-Bestellungen gibt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich auf der Grundlage solcher Kennzahlen die Online-Marketing-Aktionen bewerten will und ihren Erfolg. Genauso, wenn ich viele Kunden habe, die über eine Marketing-Aktion kommen und dann nach der Bestellung das Produkt zurückschicken, dann sinkt dadurch eigentlich der Wert des Online-Marketing-Kanals, über den ich die Kunden gewonnen habe. Von daher
ist das eine ziemlich wichtige Geschichte bei E-Analytics, dass man solche Informationen mit in die Analysen reinnehmen kann. Das gesamte System ist Multi-User, Multi-Language, Multi-Client, also mandantenfähig. Multi-Twitter-Accounts können verarbeitet werden, verschiedene AdWords-Accounts und das Ganze kann auch auf unterschiedlichen Servern installiert werden. Falls ich nämlich eine größere Organisation habe mit sehr viel Web, möglicherweise nicht alles lokal auf einem Server zu installieren, sondern dann will ich das Datenbanksystem auf einem Server installieren und möglicherweise den Pixel-Server auf einem anderen System. Das geht auch schon in die Richtung, die ich mit dem letzten Punkt hervorheben will, dass die Entwicklung basiert auf unserem Wissen über High-End Data Warehousing und den Betrieb von größeren Data Warehouse-Applikationen. Das heißt, wir haben berücksichtigt, dass man bei der Verarbeitung der Daten beispielsweise auch immer Logfiles schreibt, sodass man genau Fehler analysieren kann aufgrund der Logfiles und diese Informationen sind dann auch im Frontend verfügbar. Es gibt also spezielle Berichtsapplikationen im Frontend, in denen ich den Verarbeitungsstatus mir angucken kann und wo zum Beispiel eine Marketingabteilung nachschauen kann, sind die Daten von gestern schon korrekt verarbeitet worden. Ganz, ganz wichtig, das findet sich in vielen Systemen sonst nicht. Und ist eben insbesondere dann wichtig, wenn ich Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zusammenführe. So. Warum Open Source Web Analyse? Im Rahmen dieser Konferenz muss man da, glaube ich, nicht großartig drauf eingehen. Kurz gesagt, wir nutzen die verschiedenen Vorzüge des Open Source im Bereich der Web Analyse. Das Ganze ist analysierbar, erweiterbar, modifizierbar und integrierbar in unterschiedliche Richtungen. Das heißt, ich kann die Webanalyse in meine Infrastruktur integrieren, indem ich Daten aus der Infrastruktur mit in die Webanalyse nehme und umgekehrt Ergebnisse aus der Webanalyse zurückspiele in operative Systeme, beispielsweise CRM-Systeme oder personalisierende Websites. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das kann man natürlich auch schlecht machen, wenn man ein Web-Analysesystem wie Google Analytics oder Omniture einsetzt und diese Informationen liegen irgendwo auf den Rechnern des Service-Providers. Dann komme ich da natürlich nicht so schnell ran, wenn ich aufgrund von irgendwelchen Profilinformationen oder anderen Informationen ein personalisiertes Webfeeling erzeugen will. Aus unserer Sicht ist Open Source Web Analyse die einzige Möglichkeit, um eine integrierte, auf Unternehmen speziell zugeschnittene und preisgünstige, komplette Webanalyse-Lösung bereitzustellen. Was ich damit meine ist, Webanalyse alleine ist wichtig, ist ein Thema von gestern aber. Was man haben muss, ist eine Webanalyse, die in das Unternehmen insgesamt integriert ist. Was ich damit meine, will ich hiermit verdeutlichen. Webanalyse muss zusammenspielen, eventuell mit einem existierenden Data Warehouse und BI-Applikation, wo ich Umsätze und sonstige Dinge mir anschauen kann. Dann will ich auch sehen, beispielsweise in meinem Data Warehouse, wie viele Besucher hatte ich auf meiner Webseite. Ich will Betrugserkennung eventuell mitmachen und unterstützen. Ich will CRM-Systeme nutzen, indem ich Daten auf dem CRM-System in die Webanalyse mitfließen lasse und umgekehrt. Ich will eventuell Data Mining einsetzen. Das alles kann man natürlich auch von großen Unternehmen beziehen, beispielsweise IBM. Die haben in letzter Zeit sehr, sehr viel aufgekauft. BI-Systeme, diverse Web-Analyse-Tool-Systeme, die sind in der Lage, ein komplett integriertes System ihren Firmen und Organisationen bereitzustellen. Aber dafür muss man natürlich auch sehr viel Geld bezahlen.
Unsere Idee ist, mithilfe von Open-Source-Software, und da gibt es jetzt beispielsweise auch exzellente Data-Mining-Systeme wie RapidMiner aus Dortmund, was auch als Open-Source angeboten wird. Wenn man diese Systeme verknüppelt, kommt man zu einer Gesamtlösung, die sich sehen lassen kann und trotzdem preisgünstig ist. Das ist so unsere Vision von integrierter Webanalyse. Bevor ich jetzt auf die technischen Details eingehe, Systemarchitektur etc., will ich mal ein kurzes Video zeigen. Mal gucken, wie ich das gestartet kriege. Tut sich was? Ah ja. Ich habe das mal einfach, ich hoffe, das kann man halbwegs lesen. Ich werde eine Menge erzählen. Ich habe mich gerade eingeloggt und will mal zeigen, wie so das System auf den ersten Eindruck wirkt. Auf der linken Seite habe ich hier eine Navigationsleiste, wo ich unterschiedliche Dashboards und Report-Applikationen auswählen kann. Wenn ich mich einlogge, kann immer ein konfigurierbares Dashboard sofort angezeigt werden, wo dann die wichtigsten Kennzahlen angezeigt werden, die beim Einloggen wichtig sind. Es gibt unterschiedliche Ansichten hier bei der Navigation. Das ist jetzt so eine Ordneransicht, die ich immer bevorzuge. Die nennen wir auch die erweiterte Navigation. Hier kann man sehen, da gibt es unterschiedliche KPIs, die man sich anschauen kann, mit Schwellwerten belegen kann. Je nachdem, in welchem Bereich das fällt, erscheint der Wert dann grün, gelb oder rot. Charts, Live-Views etc., diverse unterschiedliche Widgets, die wir dabei nutzen. Wir decken die unterschiedlichsten Bereiche ab, von Shop-Systemen über Online-Marketing, Testing, Shop-Analyse, Besuche von Visitern, beispielsweise, woher kommen die Besucher geolocation-mäßig. Dazu kommt gleich noch ein Beispiel. Jetzt oben nochmal der andere Reiter Settings, wo man diverse Dinge einstellen kann, wenn man die zugehörigen Rechte hat als Administrator. Ich kann neue Benutzer einrichten mit E-Mail-Adresse und Namen und kann denen dann natürlich auch Rechte zuweisen, eine Oberflächensprache, Zugriffsrechte kann ich hier vergeben, ich kann dem eine bestimmte Rollen zuordnen und ich kann auch Security-Filter definieren, wo ich beispielsweise sagen kann, Besucher, der Nutzer Müller aus der Online-Marketing-Berichte einer bestimmten Domain sehen und aus einer anderen Abteilung kann jemand technische Berichte von einem Gesamtsystem, von allen Domains sehen. Das kann man alles hier konfigurieren, indem ich hier Rollen eintrage, Benutzer eintrage und Security-Filter definiere. Was ich damit erläutern will, ist, es gibt eine ganze Menge mehr in dem System als jetzt nur Web-Tracking und Zählen von Pixeln. Dazu gehört normalerweise eben auch Benutzerverwaltung und. Jetzt zurück zur Navigation und jetzt mal ein kurzes Beispiel, wie ein Report aussieht. Und dann sind wir auch gleich schon durch mit der Demo. Und zwar klicke ich mich hier durch in den Bereich Besucheranalysen. Da müsste ich gleich hingehen. So, die Berichtsapplikation, die jetzt auftaucht, gibt mir einen Einblick davon, woher die Besucher kommen. Das ist jetzt keine besonders high sophisticated Berichtsapplikation. Ich habe sie einfach nur mal genommen, um grundlegend illustrieren zu können, wie das Frontend aussieht. Das ist eine tabellenartige Darstellung. Hier auf der linken Seite habe ich so eine Art Drill-Down-Funktionalität. Da erscheinen erstmal alle Länder, wo die Besucher herkommen. Und hier oben in der Grafik wird immer das visualisiert, was oben hier markiert ist. Wenn ich jetzt auf Deutschland gehe, beziehungsweise hier auf Deutschland, dann
auf Nordrhein-Westfalen, dann sehe ich beispielsweise hier jetzt verteilt Städte aus Nordrhein-Westfalen und die Häufigkeit der Besucher. Beispielsweise sind das 20 Besucher aus Heinsberg, die da gewesen sind in dem Betrachtungszeitraum. Dann waren aus Bonn 12 Besucher da und aus Würselen, da haben wir anscheinend auch einen Fan, da kamen auch diverse Besucher. Das so grob nur, um einen Eindruck zu geben, wie das Frontend aussieht. Also es ist ein bisschen mehr als nur eine tabellenartige Darstellung. Es orientiert sich an BI-Systemen und der Möglichkeit, wirklich Analyse mit den Berichtsapplikationen und Dashboards zu betreiben. Wenn ich genug Zeit habe, werde ich gleich nochmal ein Demo-Video zeigen, bei dem man sieht, wie man Reports modifizieren kann. Okay. Kurze Einordnung des Systems. Als Webanalyse-System ist wichtig, dass es sowohl verfügbar ist für eine Inhouse-Installation als auch als Software as a Service. Es ist anpassbar an die speziellen Unternehmensbedürfnisse. Es ist offen. In der Lage, mit auch größeren Datenmengen zu arbeiten, alleine dadurch schon, dass das System auch auf verschiedene Server verteilen kann. Was man sagen muss, ein paar negative Punkte hat das System auch. Es ist noch relativ neu, vor einem Jahr auf den Markt gekommen. Es gibt noch ein paar fehlende Applikationen, beispielsweise Darstellung von Besucherkennzahlen auf Landkarten. Das ist nicht drin. Auf andere Dinge komme ich gleich nochmal zu sprechen. Möglicherweise könnte man auch als Nachteil sehen, dass das Ding dem Nutzer ein Flash-Plugin erfordert. Das ganze System kann man aber auch nutzen als BI-System, weil es erweiterbar ist. Also ich kann neue Berichtsapplikationen hinzufügen und das geht relativ schnell. Was ich machen muss, ist nur quasi ein Mapping von Begriffen in der Oberfläche auf Begrifflichkeiten in der Datenbank und Tabellen und Spalten zu machen. Und anschließend kann ich auch, wenn ich eine Berichtsapplikation über meine Gewichtsentwicklung in den letzten 10 Jahren sehen will und ich die Daten in der Datenbank habe, kann ich auch diese Informationen in Reports und Dashboards und Grafiken bereitstellen. Das heißt, eigentlich haben wir ein kleines BI-System hier gebaut, was sich unterscheidet von solchen Tools wie Pentaho oder Jaspersoft, weil das Ding komplett ist. Es hat eine komplette Verarbeitungssteuerung, eine Datenbankverarbeitungssteuerung, es sind Schnittstellen definiert, Frontend, es ist quasi komplett. Ich brauche nur Daten anzuliefern vorne als Flat-Files, kann die dann relativ schnell in das System reinladen und Berichtsapplikationen darauf aufsetzen. So, hier die grobe Architektur, was man, glaube ich, nicht ganz erkennen kann. Es handelt sich hier bei der Folie um 4 Blöcke. Hier auf der einen Seite ist das E-Analytics-Tag, mit dem das Page-Tagging auf der Webseite oder den Webseiten gemacht wird, die analysiert werden sollen. Da wird eben ein kleines JavaScript eingebettet, was dann Requests an einen Page-Tagging-Server schickt. Und hier gibt es dann einen Apache Pixel Server, der diese Abrufe entgegennimmt und dann weiterleitet an das nächste Modul. Das ist das Preprocessing Modul. Da werden Daten vorverarbeitet. Da geschieht sowas wie eine Sessionbildung. Einzelne Abrufe werden zu Sessions zusammengesetzt. Da gibt es auch ein Twitter-Interface, was die Twitter-API anspricht. Daten aus Twitter holt, da gibt es ein AdWords-Interface, was Google AdWords anspricht und Daten aus Google AdWords holt. Ganz, ganz wichtig für Online-Marketing-Begeisterte. In Google AdWords stehen die Kosten meiner Anzeigen drin. Die kriege ich sonst normalerweise nicht über das Pixel geliefert. Ich weiß zwar über das Pixel möglicherweise, wenn ich das richtig mit Link-Tagging vercheckt habe, über welche Anzeige, von wo jemand gekommen ist, über welche Kampagne und ob das Search Engine Advertising war oder Display Advertising. Was ich aber nicht sehe über das Link Tagging, was die Anzeige gekostet hat, weil das ändert sich ja auch dauernd, die Preise für eine Anzeigeneinblendung bzw. einen Klick.
Die Daten holen wir über uns über ein API direkt von Google AdWords. Was auch gemacht wird, ist ein Logging, sodass man dann Berichtsapplikationen hier oben anbieten kann, mir über den Systemzustand Auskunft geben. Hier auf der linken Seite skizziert, welche zusätzlichen Datenquellen wir anzapfen. AdWords Twitter hatte ich gesagt, zusätzlich nehmen wir eine Open Data Datenbank von MaxMind, um Geolokalisation zu machen, also die Zuordnung von Besuchen zu Geolocations auf der Grundlage von anonymisierten IP-Adressen. Was wir auch nutzen, ist ein Service von longurl.org, um bei Twitter die verkürzten URLs wieder aufzublähen, sodass man weiß, was da tatsächlich von welcher Webseite ein Besucher via Twitter gekommen ist. So, nach der Vorverarbeitung werden die Daten in ein MySQL-Datenbanksystem geladen. Und das ist aufgebaut wie eine wirklich große Data Warehouse-Datenbanksystem-Umgebung. Es gibt eine Staging-Area, dann werden die Daten von der Staging-Area in eine Detaildatenebene geladen und von da werden sie hochgeladen in einen Datamart, wo schon für Berichtsapplikationen bestimmte Voraggregationen vorgenommen werden, sodass die Antwortzeiten auch entsprechend schnell sind für Leute, die am Frontend sitzen und sich Berichtsapplikationen anschauen. Von hier aus gehen dann beispielsweise auch Meldungen nach außen, wenn es Verarbeitungsabbrüche gibt. Da bekommt der Administrator dann E-Mails, Abbruch in Job so und so, weil irgendwelche Duplikate geliefert wurden von externen Datenlieferanten. Das Frontend teilt sich auf dann in zwei Komponenten. Einmal die Kleinkomponente, das ist der Browser, den der Benutzer nutzt. Und der wird mit Informationen von unserem Frontend-Server versorgt, der Flash nach außen liefert und auf der Grundlage von Flex 4 implementiert ist. Dazu gleich nochmal ein paar mehr Details, die man hier sieht. Der Intelligence Server, der nach außen die Berichtsapplikationen liefert, greift auf zwei unterschiedliche Datenquellen zu. Auf der einen Seite die eigentlichen Daten, über die reportet werden soll, und zum anderen über Metadaten, in denen die Report-Definitionen stehen und die Dashboards. Das Ganze wird dann über GranitDS und Tide nach außen via Flash an den Internetbrowser mit Flash-Plugin geliefert. Hier an der Seite kann man auch sehen, was für unterschiedliche Frameworks wir so einsetzen. Java, Spring und, JDBC, GranitDS, ActionScript, das alles, was in die Frontend-Entwicklung eingeflossen ist. Hier die gesamte Übersicht über die Systemkomponenten von e-Analytics, schon erwähnt. Es gibt eine Page-Tagging-Komponente, die dazu dient, die Page-Tags von der Webseite abzusenden. Es gibt in der Vorverarbeitung eine Komponente, die Session zusammenbildet und eine Vorverarbeitung macht. Es gibt einen einfachen, aber sehr effizienten Job-Scheduler für das gesamte Datenbank Backend, Datenmodell, Scripts, SQL-Verarbeitung. Wir nutzen Open Data, Reference Data, zum Beispiel auch, um mobile Endgeräte zu erkennen und zu klassifizieren. Und die MaxMind Geolocation Datenbank habe ich auch schon erwähnt. Dann gibt es das Reporting Frontend, über das ich schon berichtet habe, und natürlich aufsetzend auf diesen Reporting Frontend Report-Applikationen und Dashboards, die schon fertig konfiguriert sind, aber auch erweiterbar sind an die besonderen Bedürfnisse der Organisation angepasst werden können, die e-Analytics einsetzt. Was sind die Systemanforderungen?
Ubuntu 10.4, neuerdings auch diese neue LTS-Version von Ubuntu, Perl, OpenJDK, PHP 5, Apache, Tomcat und MySQL. Das muss auf dem Server drauf sein oder wird automatisch installiert und ab geht die Post. Das Package, was wir bereitstellen, installiert das Gesamtsystem auf einem Server. Es ist aber auch möglich, die einzelnen Komponenten auf unterschiedliche Server zu verteilen. Ich zeige nochmal eben ein kleines Beispiel, wie man Reports ändern kann. Und zwar habe ich mir hier ausgesucht eine Berichtsapplikation aus dem Bereich Online-Marketing, Display-Advertising, also das Anzeigen von Anzeigen zum Beispiel bei Google Mail und anderen Websites, wo man Werbung macht. Was man hier wissen will, ist unter anderem, über welche E-Mail-Kampagne, über welche Marketing-Kampagne habe ich wie viele Visits generiert, wie viele PIs, wie viele Produkte habe ich, Produktansichten hatte ich, was ist der Bestellwert. Und wenn ich keine Produkte verkaufe, will ich möglicherweise Erfolgsereignisse zählen, wie zum Beispiel Dokumentendownloads etc. Was ich hier jetzt mache, ist, ich ändere den Betrachtungszeitraum von 30 Tagen auf das letzte Jahr. Das habe ich hier gemacht, damit ich ein bisschen mehr Daten bekomme. Das sieht man dann sofort hier unten auch schon in der Berichtsapplikation. So, und als nächstes stelle ich die gesamte Berichtsapplikation um. Ich will nicht mehr wissen, wie viele Visits und PIs hatte ich pro Kampagne, sondern ich will fokussieren auf die Keywords, die zu Besuchern geführt haben. Ganz, ganz wichtig, weil bei Google AdWords kann ich eben genau einstellen, welches Keyword welche Anzeige triggern soll. Und wenn ich da eine falsche Auswahl habe, bezahle ich, wie gesagt, möglicherweise für Besucher, die ich gar nicht haben will. Was ich hier mache, ist, ich definiere eine neue Metrik, nämlich die Absprungrate. Wie viele Visits, wie hoch ist der Anteil der Visits, die nach der ersten Seitenansicht sofort weg waren? Das sind typischerweise die Besucher, die ich nicht haben will, die kurz auf die Webseite kommen und dann wieder weg sind. Deshalb definiere ich hier die Bounce Rate, sage, wie aggregiert werden soll, dass das eine Prozentzahl ist, die am Ende rauskommt. Ich kann jetzt die Metrik nach oben verschieben in meiner Tabelle und zudem bestimmte andere Metriken, die mich nicht interessieren, weil auf unserer Webseite, da stammen die Daten her, wir keine Produkte direkt verkaufen. Deshalb blende ich hier aus solche Sachen wie Anzahl Produktviews und Bestellumsatz. Das gibt es für unsere Webseite nicht, also blenden wir das aus. Das kann sich übrigens auch jeder anschauen, der auf unsere Webseite geht. Da wird man dann geleitet in eine Demo-Umgebung. Da kann man sich die Berichtsapplikationen ansehen. So, hier der umgestellte Bericht. Was ich hier jetzt sehe, ist, ich habe eine Berichtsapplikation nun nach Keywords, die mir sagt, was ist der Erfolg der einzelnen Keywords und was ist die Absprungrate, die ich über die einzelnen Keywords erziele. Also eine Absprungrate von 100% bedeutet, alle Besucher, die über das Keyword gekommen sind, haben nach der ersten Seitenansicht die Webseite sofort wieder verlassen. Solche Keywords will ich normalerweise aus der Anzeigenwerbung dann rausschmeißen. Das ist so ein kurzer Einblick, um zu zeigen, dass man mit dem System sehr, sehr flexibel arbeiten kann und dass es mehr ist als ein einfaches System, in dem ich Webanalyse-Kennzahlen angezeigt bekomme. So, was springe ich da jetzt noch rum? Okay, das war's dann. Hier unten sieht man, dass es da auch noch Berichtsapplikationen gibt zum Testing und zur Administration. Das kann man sich auch auf unserer Demo-Umgebung auf der Webseite anschauen. Da haben wir zum einen Daten drin von unserer eigenen Webseite, also www.ianalytics.de, die Analyse über die Webseite direkt ansteuern. Und dann sieht man eben, sobald die Page-Tagging-Daten verarbeitet wurden, das auch in den Berichten. Okay, das soweit als zweite kleine Demo.
Jetzt muss ich schauen, wie komme ich weiter. Hier ein paar Beispiele. Ja. Wenn wir gleich beim Thema Webshops sind, haben Sie auch die Möglichkeit, bestehende Webshops abzugreifen? Haha, dazu komme ich gleich. Okay, die Frage war, ob wir Daten aus verschiedenen Webshops abgreifen. Das ist geplant. Wir hatten schon mal eine Schnittstelle und alle Daten, die wir zusammengesammelt haben, auch was wir an AdWords-Ausgaben haben, was wir an Google überweisen, kann man in diesen Berichtsapplikationen sehen, um eben zu verdeutlichen, wie man das System nutzen kann. Daneben hat Kai einen Demo-Shop gebaut, damit man auch so Sachen sehen kann wie Bestellumsatz, Anzahl Besucher, die Produkte in den Warenkorb legen. Dafür haben wir einen kleinen Shop gebastelt, in dem man Schnittlauch und Petersilie kaufen kann. Die Schnittstelle zum Magento, der vertraue ich aber im Moment nicht besonders. Das gehört im Prinzip in die Kategorie, wir suchen Entwickler, die an dem Open-Source-Projekt weiterentwickeln und mitentwickeln. Hier ein paar Referenzen zu e-Analytics. Wie gesagt, das System wird schon eingesetzt von kleineren und größeren Unternehmen. Wir haben einen Kunden im Bereich Home Shopping, der nutzt das System teilweise, nämlich das e-Analytics Frontend setzt auf eine Microsoft SQL Server Backend auf. Das ist historisch bedingt, weil die damals eine Lösung hatten, die auf SQL Server arbeitet. Soll aber bedeuten, man kann mit dem System spielen. Man kann unterschiedliche Komponenten zusammenbasteln. Man kann auch möglicherweise eine andere Art von Datenbanksystem darunter hängen. Das sind so Sachen, die uns interessieren. Was wir für diesen Homeshopping, dieses Homeshopping-Unternehmen gebaut haben, ist eine sehr spezifische Customized Lösung, in denen beispielsweise auch, wie angesprochen, bereinigte Umsätze verarbeitet und angezeigt werden. Das ist ganz wichtig. Das können andere Unternehmen und Webanalyseanbieter nicht so einfach. Ein anderes Unternehmen, was e-Analytics einsetzt, ist ein Verlag, VNR AG. Die haben eine sehr, sehr starke Tracking-Datenreihe, aber die interessiert in erster Linie aufgrund eines sehr, sehr, sehr originellen Geschäftsmodells, was die verfolgen, ganz andere Kennzahlen. Also da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, die haben ganz, ganz spezielle Berichtsapplikationen fürs Online-Marketing, die auf Web-Tracking-Daten aufsetzen, aber man könnte auch sagen, das ist teilweise eine BI-Solution, die wir für die mit e-Analytics aufgebaut haben. Aber es gibt natürlich eine Berichtsapplikationswelt, die nutzen quasi im Moment überhaupt gar nicht die Standardberichtsapplikationen, Anzahl Besucher, Anzahl Visits, wo kommen die Besucher her, Online-Marketing. Die haben ganz, ganz spezielle Auswertungen, die auch mit ganz, ganz, ganz speziellen Daten gefüttert werden. Ja, es hat natürlich immer was auch mit Webanalyse zu tun. Timeglobe ist ein Startup-Unternehmen aus Bonn. Die bieten Terminreservierungssoftware an. Weil es ein Startup ist, waren die an einer preiswerten Lösung interessiert, die wir mit e-Analytics natürlich bieten, weil es Open Source ist. Und zum anderen haben die spezielle Anforderungen an die Webanalyse, weil die nämlich Online-Marketing, Online-Terminreservierung anbieten. Und die Online-Terminreservierung läuft auch in die Webanalyse mit rein. Wir haben inzwischen auch einen Kunden in Übersee, in Florida, Divinity Star. Das ist eine Marketingagentur, die verschiedene Websites betreut. Irgendwas mit Uhren und so. Die setzen e-Analytics ein als Ersatz für Yahoo Analytics, was, glaube ich, jetzt Ende des Monats abgeschaltet wird. Interessant an der Anwendung ist, dass es sich hier um eine mandantenspezifische, auch angepasste Nutzung von e-Analytics handelt. Das kurz zu den Referenzen, die wir gesammelt haben, auszugsweise. Jetzt zum Thema Erweiterungsprojekte.
wir brauchen zusätzliche Schnittstellen zu anderen Systemen. Dazu gehören Shop-Systeme, Magento und wie sie alle heißen. Wir brauchen zusätzliche Schnittstellen zu CRM-Systemen, zu YouTube. Pingdom ist auch so ein System, ein Service-Provider, den ich gerne anzapfen möchte. Pingdom liefert einen fantastischen Service, um zu testen, ob Websites oben oder unten sind. Und die bieten auch eine Schnittstelle an, wo ich quasi die Messungen, ist die Webseite oben, welche Antwortzeiten hat sie, mit in meine Webanalyse-Berichtsapplikation reinziehen kann. Alles interessante Themen. Was wir brauchen, ganz, ganz dringend, ist sowas wie eine Referenzdatenpflege, wo ich Daten, die unternehmensspezifisch sind, über eine Frontend-Komponente pflegen kann. Beispielsweise Produktstammdaten, wenn ich die von Hand eingeben will, oder Anzeigendaten. Wir können uns auch sehr gut vorstellen, dass man spaltenbasierte Datensysteme anschließt, um eventuell auch mit größeren Datenbeständen eine sehr, sehr gute Performance zu erzielen. Wir haben bisher noch keine Schwierigkeit, aber ich denke, es gibt auch Größen, wo wir in Schwierigkeit kommen können. Was uns dann auch interessiert, ist die Entwicklung von einer nicht auf Flex 4 basierten Frontend. Wir haben damals vor 3 Jahren bei der Entwicklung auf den Newcomer Flex 4 gesetzt und haben in den große Hoffnungen gesetzt. Inzwischen muss man das etwas kritisch beurteilen und es wäre vielleicht schön, wenn man reines HTML5 nutzen würde für das Frontend. Das sind so ein paar Beispiele von ganz, ganz vielen, wo wir Entwickler suchen, eventuell aber auch Studenten und Praktikanten, die ein interessantes Thema für irgendeine Master- oder Bachelorarbeit suchen. Das zu den Erweiterungsprojekten. Zusammenfassend, wir offerieren eine Open-Source-Webanalyse. Wir sind interessiert an Unternehmen, die Webanalyse betreiben wollen und auf unser Webanalyse-System setzen wollen. Wir suchen nach Entwicklern, die einen Beitrag leisten wollen und natürlich auch Studenten, die interessanten Aufgaben interessiert sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mehr Informationen gibt es auf unserer Webseite. Wir haben natürlich auch Twitter, Facebook und Google Plus Kandidaten. Wenn sich einer für Support, Hosting, Managed Service und Consulting interessiert, sind wir natürlich immer an einer Mail oder einem Anruf bei Integrated Analytics interessiert. Vielen Dank. Ja, gerne. Ich glaube, das waren 45 Minuten plus 15 Minuten Fragen. Also, oder vertue ich mich? Und jetzt müsste ich eigentlich 47 Minuten gemacht haben. Von daher, falls jemand Fragen hat, nur zu. Ein Kollege von mir hat gesagt, bei Managern sei es zurzeit absolut hip, auf dem Smartphone beim Geschäftsessen dem gegenüber die Geschäftszahlen zu zeigen. Ja. Habt ihr da so eine App oder irgendwas Smartphone? Dummerweise nicht, das lässt sich machen. Allerdings ist immer die Frage, ob man sowas Hippes immer unterstützen muss. Weil man kann so ein paar Berichtsapplikationen natürlich nach außen geben, aber richtig Webanalyse, da braucht man einen großen Bildschirm, da muss man mit dem System interagieren, da muss man unterschiedliche Berichte auf dem Bildschirm holen können und vergleichen können. Vielleicht nicht falsch verstehen, wir hätten das gerne. Aber wenn es immer noch nicht dazu gekommen ist. Also zumindest für Geräte aus dem Hause Apple können wir nicht helfen. Android und Systeme, die ein Flash-Plugin erlauben, kann man das nutzen. Auch auf einem kleineren Bildschirm sieht man was, aber schöner wäre natürlich eine Berichtsapplikation, die wirklich in App-Form für ein iPhone oder iPad oder andere Smartphones geeignet sind. Ja? Sie hatten den Eingangs auch schon erwähnt.
Können Sie vielleicht in zwei Sätzen mal einen Konkurrenzvergleich in Anführungsstrichen machen und damit anschließend vielleicht auch den zu Petrik? Ja, Omniture ist an der Stelle total easy. Omniture ist der Rolls-Royce. Omniture ist unheimlich mächtig und, wie man sich dann leicht denken kann, auch unheimlich teuer. Also, ich habe leider die Zahlen vergessen. Eine Kollegin von uns hat mal für Omniture bei Vodafone eingekauft. Da muss man selbst für das Anschließen von AdWords, was auch geht, sehr, sehr viel, sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Da muss man für das Modul bezahlen und dann direkt auch nochmal 14 Tage Aufwand, um das Page-Tagging zu machen. Wir können nicht mithalten mit den Berichtsapplikationen, die Omniture bietet. Definitiv nicht. Aber wo wir definitiv mithalten können, ist die Möglichkeit, eine integrierte Systemumgebung bereitzustellen, bei der Webanalyse eine Komponente ist. Also Differenzierung, Mächtigkeit, Preis, Offenheit und ein wichtiger Punkt, bei Omniture liegen die Daten typischerweise auf Omniture-Servern, die kann ich mir zwar zurück importieren, aber inwieweit das dann wirklich sinnvoll ist, um Analysedaten zu benutzen, um operative Systeme im eigenen Haus dann wieder anzusteuern, wie beispielsweise personalisierte Websites oder CRM-Systeme, wäre dann die Frage. PIVIC, da gebe ich den Staffelstab weiter an meinen Kollegen. Gerne. Also der wesentliche Unterschied zu PIVIC ist, dass PIVIC eine relativ starre Konstruktion ist. Ich will das gar nicht schlecht reden, weil für einen Großteil der Seiten ist das eine super Lösung, selbst schon oft benutzt, aber wenn es darum geht, das anzupassen, wird es hakelig. Also die Anpassungsfähigkeit ist auf jeden Fall eine Sache, wo wir mit unserem BI-Background schon von vornherein versucht haben, das anders zu konstruieren. Dafür ist es auch, das muss man fairerweise auch sagen, viel einfacher zu installieren. Man braucht nicht unbedingt einen Server mit spezifischen Vorgaben, das ist schon ein großer Unterschied. Der zweite Punkt ist definitiv die Skalierung. Da kriegt man in der Regel mit PIVIC ab einem gewissen Datenvolumen Schwierigkeiten. Dadurch, dass wir einen ganz anderen Ansatz fahren, nämlich die Module grundsätzlich voneinander getrennt haben. Es gibt also diesen Apache, der nimmt die Abrufe an und den kann ich mir ja dann hochzüchten, wie ich will. Das kann ja auch ein Cluster oder was anderes sein, was dahinter steckt. Gleiches gilt auch für die Datenbank. Da habe ich nicht wirklich, irgendwo gibt es natürlich schon Limits, aber die liegen wirklich extrem weit oben. Und da habe ich mit PIVIC wahrscheinlich schon Schwierigkeiten. Also in der Einfachheit hat PIVIC viele Vorteile, also wenn es auch so Dinge wie Updates angeht, das ist halt easy. Das ist überhaupt gar kein Thema bei PIVIC. Ne? Aber wenn es um die Anpassungsfähigkeit und die Skalierung geht, würde ich sagen, ja, sind wir auf jeden Fall stärker. PIVIC hat Schnittstellen zu Magento. Was die, glaube ich, nicht haben, ist Schnittstellen zu Twitter und AdWords. Also da gibt es dann auch im Detail noch Unterschiede. Als Vorstand von einem Tennissportverein würde ich sagen, nehme ich PIVIC. Viel, viel einfacher zu handeln. Wenn ich ein größeres Unternehmen habe und Produkte verkaufe, Online-Marketing mache, etc., etc., da würde ich nicht auf PIVIC setzen. Das macht auch, glaube ich, kein größeres Unternehmen, sich da PIVIC ins Haus zu holen. Jeder hat Google Analytics auf der Webseite, aber PIVIC, da sucht man bei größeren Unternehmen doch schon länger nach Unternehmen, die das einsetzen. Ja? Frage zu JavaScript in Bezug auf den Tracking-Pixel. Ja? Was passiert, wenn jetzt mein Besucher NoScript installiert hat? Wird er dann getrackt und wird vor allem auch getrackt, wie viele NoScript-Besucher ich habe? Die Frage ist, was passiert bei unserem Page-Tagging-Ansatz, der auf JavaScript beruht, wenn ein Besucher kommt, der JavaScript ausgeschaltet hat. Es ist immer möglich, auf die Webseite einen Abruf einzubauen, der genau dann abgerufen wird, wenn der Besucher NoScript gewählt hat. Dann werden zumindest Basisinformationen rübergeschickt. Wie ausführlich die sind, hängt dann von der Webseite ab und wie ich die Informationen in diesen NoScript-Teil reinbekomme.
Basisinformationen wäre zum Beispiel rüberzugeben, eine Session-ID, damit ich zumindest so eine Geschichte wie Session-Zusammenführung unterstützen kann und zählen kann, wie viele NoScript-Besuche und Seitenabrufe ich hatte. Das wäre so das Mindeste. Zusätzlich kann ich dann in den NoScript-Teil aber alle Informationen reinnehmen, die ich will. Also es gibt einer unserer Kunden hat quasi unser Page-Tagging-Pixel ersetzt durch eine PHP-Variante, die alles quasi direkt in einen Abruf reinsetzt und unter anderem auch in diesen NoScript-Teil. Das heißt, da gehen quasi kaum Informationen verloren. Was verloren geht, sind solche Dinge, die ich nur in JavaScript abfragen kann, wie Bildschirmauflösung oder sowas ähnliches. Die geht dann verloren. Das ist wieder so ein bisschen der Vorteil dieser sehr modularen Konstruktion dahinter. Man kann natürlich das JavaScript benutzen, aber es gibt eine sehr klar definierte Schnittstelle, wie die Abrufe aussehen müssen, die vom Apache-Server entgegengenommen werden. Wie die dann geliefert werden, da kann ich dann im Notfall auch flexibel sein. Wie gesagt, dieser eine Kunde, der hat gesagt, ich finde das ganz toll, euer Pixel, aber ich will das so nicht machen, sondern ich setze es einfach selbst um in PHP. Das ist wirklich dann einfach nur Image-Requests geschickt werden, von, die generiert werden über PHP. Das ist auch möglich. Wenn jetzt diese Schnittstelle sehr offen, sehr erweiterbar ist, wie sieht es denn aus mit Betrug? Also angenommen, ein böser Mitbewerber möchte mich in die Irre führen und eine sehr teure, aber schlechte Kampagne für mich attraktiv wirken lassen, dass ich noch mehr Geld da rein verschwende, indem er falsche Daten provoziert. Wie wird das erkannt? Müsste man jetzt eben genau nachgucken. Es gibt Möglichkeiten, über Internet zu betrügen. Beispielsweise kann ich bei einem Wettbewerber einen Robot laufen lassen, der immer wieder auf eine bestimmte Anzeige bei Google klickt, um dem sozusagen das Marketingbudget aufzubrauchen, sodass dann das Budget für einen Tag schon morgens um 6 Uhr erschöpft ist und anschließend brauche ich nicht mehr zu fürchten, dass ich im Ranking bei Google Analytics nach unten wandere, weil der mehr Geld für Marketing ausgibt. Solche Dinge kann ich natürlich versuchen, teilweise zu analysieren, indem ich dann die IP-Adresse hernehme und schaue, ist immer der gleiche Abrufer mit dieser anonymisierten IP-Adresse da. Ich kann solche Dinge analysieren, da kann ich teilweise auch Data Mining zu einsetzen, um da Algorithmen draufzusetzen, die mir nach Situationen suchen, die bedenklich erscheinen. Die Frage ist, wie clever derjenige ist, also der das versucht. Also wenn das wirklich ein Roboter, eine Maschine wäre, dann würde man es relativ schnell sehen. Das könnte man auch selbst in der Datenbank im Notfall vielleicht feststellen. Wenn das aber von unterschiedlichen IP-Adressen mit unterschiedlichen User-Agents, also wenn da wirklich einmal kreativ ist, dann lässt sich das kaum verhindern. Das ist aber im Übrigen in fast allen Web-Analysen so. Man darf sich auf der anderen Seite, hat Google einiges, Google ist ein Beispiel nimmt für eine Stelle, wo ich so Kampagnen haben kann. Da gibt es einige Mechanismen, dem entgegenzuwirken. Aber wie gesagt, wenn jemand da wirklich viele Bewegungen setzt, um das zu machen, dann lässt sich das kaum wirklich ernsthaft aufhalten. Noch weitere Fragen? Ja, gerne. Eine Frage zu Open Source. Sie setzen stark auf Open Source. Inwiefern fließt ein Beitrag zurück? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eng mit Apache oder MySQL zusammenarbeiten, inwiefern werden da Patches zurückgesandt oder Bugreports verfasst? Also jetzt von Ihren Entwicklern. Würden wir gerne tun, aber ich habe bisher noch keinen Bug gefunden. Also ich wüsste auch nicht, dass wir da großartige Probleme mit der Software hatten, die wir eingesetzt haben. Also MySQL, was soll da schon groß schief gehen? Also es ist nicht so high sophisticated, was wir im Backend machen. Das ist alles sauber und einfach. Wir nutzen nicht irgendwelche
Advanced Features, sondern das sind abgehangene Dinge, um das Ding auch schnell portierbar zu haben. Sowas gibt es punktuell mal, das kommt halt nicht sehr info. Wir haben das zum Beispiel in Verbindung mit Reality S gehabt. Das ist so ein Modul zur stimmt, genau. Kommunikation zwischen dem Flex-Frontend und dem Java-Teil ermöglicht. Und da gab es zwar mehr Bugs. Die haben wir dann noch zurückgefordert an die Entwickler von Reality. Also sowas kommt schon mal vor, aber ich glaube, so groß ist unsere Entwicklermannschaft dann auch nicht, dass wir da so ein Volumen jetzt bewegen würden, dass wir da also zum Beispiel bei MySQL oder Apache einen relevanten Anteil haben können. Das ist nicht der Fall. Okay, dann vielen Dank für das Interesse, die vielen Fragen und vielen Dank. Noch eine Frage? Nein. Okay. Und vielen Dank auch an meinen Kollegen Kaiser Kittibutra für die netten zusätzlichen Kommentare. Dankeschön.